So, ich habe es euch versprochen, heute ist er dran, der Lucky Miner, und zwar LV07. Und wir werden ihn heute einrichten und ich zeige euch, wie man das ganz normal Standard einrichtet. Einmal Bitcoin Solo Mining, aber auch Bitcoin Cash. So, und warum Bitcoin Cash? Das können wir sehen hier, soloshance.org. Wir geben ein Bitcoin. Wir haben 1 Terahash bei diesem Gerät und gehen mal und schauen mal hier, was es bedeutet. Wir haben eine Chance von 1 zu 12.018 pro Jahr. Also das ist die Chance, die der Miner hat, einen Block, einen Bitcoin-Block zu finden. Wenn wir jetzt das Ganze umstellen auf Bitcoin Cash, mit 1 Terahash gehen wir hier mal auf die Kalkulation, haben wir eine Chance von 1 zu 66, einen Bitcoin Cash Block zu finden. Der Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash ist ungefähr 60.000 Euro. Das heißt, der Bitcoin selber hat einen Wert von 58.000 und ein paar Kapunden. Ich glaube aktuell also knapp 60.000 und der Bitcoin liegt, glaube ich, bei 300 Euro, wenn es hochkommt. Vielleicht wandert der auch mal ein bisschen höher. Schauen wir mal. Ihr entscheidet selber, was ihr nehmt. Ich zeige euch nur, wie ihr es einrichten könnt. So, wir haben natürlich hier unser Gerät. Hinten haben wir den Stromanschluss. Der ist bei der Lieferung mit dabei. Einfach mal eingesteckt. Und wir schauen, er müsste eigentlich theoretisch sofort anspringen. Erster Hinweis, ich halte es mal etwas näher ans Mikrofon. Der Ventilator, der Kühler, das Gebläse, ist ganz schön laut bei dem Ding. Der eine oder andere, habe ich schon gelesen, hat es umgebaut, hat einen anderen Ventilator eingebaut. Die gibt es überall bei Amazon und so zu kaufen, die Dinger. Müsste mal schauen. Bei mir steht das Ding im Keller. Der Miner spielt keine Rolle bei mir. So, wir müssen jetzt mit dem Miner eine Verbindung herstellen und ganz unten könnt ihr sehen, da steht drauf Lucky A709. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen in unsere Einstellung rein. So, in unsere Einstellung. Und hier ist er eigentlich mit meinem WLAN verbunden. Da klicken wir einmal drauf. Und wenn wir das jetzt sehen, taucht er genau hier auf. Und damit stellen wir jetzt eine Verbindung her. Er verbindet sich jetzt mit dem Miner und eigentlich öffnet er ein. Da ist er, ja genau. So, er öffnet die Oberfläche vom Miner. Das heißt, wir greifen jetzt direkt auf den Miner drauf zu. Hier sehen wir jetzt die Oberfläche. Ah, und da ist sie schon, da kommt sie schon. Wir gehen in Settings. Hier rein. So. Und hier könnt ihr sehen, was wir alles eintragen können. Hier oben ist einmal unser Wi-Fi, unser WLAN, darunter das Passwort von dem WLAN. Und dann müssen wir die Adressen eintragen, beziehungsweise auch Bitcoin, beziehungsweise Bitcoin Cash Adressen. Zeige ich euch alles. Wir stellen erstmal eine Verbindung her. Und dazu machen wir Folgendes. Ich habe das jetzt hier vorhin nur einfach mal rausgenommen, damit ich euch zeige, wie ihr wirklich von Anfang an da reinkommt. Wir stellen jetzt hier eine Verbindung her, nur mit meinem WLAN, ohne dass ich irgendwas weiteres eingebe. Ich speichere das Ganze und er sagt, jo, gespeichert. Und jetzt können wir einfach auf Restart klicken. Und er sagt mir, jo, wird neu gestartet. Und eigentlich müsste diese Seite jetzt verschwinden. Da ist die Seite verschwunden. Und jetzt stehen wir da und haben wieder keinen Zugriff. Nein, Scherz. In dem Moment hat er jetzt auf unser WLAN Zugriff. Und hier ist die IP-Nummer, die IP-Adresse intern von unserem internen WLAN. Das heißt, es hat nichts mit draußen zu tun. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr die Nummer eingeben, da kommt nichts. Diese Nummer geben wir jetzt in unseren Browser ein. Das heißt, ich habe hier Safari, wir können irgendwas nehmen im Endeffekt. Die Nummer ist 192 168 286. Die geben wir jetzt hier oben ein. Da, die tippt ihr nur die Nummer ein mit den Punkten, mit allem drum und dran. Ich habe sie hier schon eingetippt.
Und wenn wir, ich aktualisiere das mal so. Und jetzt sind wir wieder auf der Oberfläche. Jetzt haben wir aber nicht den Zugriff direkt über WLAN hier drüber, sondern über unser WLAN-Netz auf das Gerät. Und jetzt können wir natürlich auch hier unter Settings die ganzen Einstellungen vornehmen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Internetadresse, wo wir den Miner mit verbinden, damit er schürfen kann, egal ob im Solo-Betrieb oder sonstiges. Ich habe euch aber gesagt, San Lotto Miner, wir machen jetzt erstmal den Solo-Betrieb und zwar Bitcoin und gleichzeitig Bitcoin Cash. Das heißt, ihr habt freie Wahl. Dazu benötigen wir einmal diese Pool-Adresse und wir benötigen eine Wallet, das heißt diese Brieftasche, wenn ihr wirklich was schürfen solltet, damit das dann in diese Brieftasche geht und das euer ist. So, die App Trust, das ist die Wallet, die könnt ihr ganz normal im App Store runterladen. Dort müsst ihr euch dann einmal anmelden. Ich habe das natürlich schon gemacht und da seht ihr auch schon im unteren Bereich Bitcoin. Wir klicken einfach auf Empfangen. Dort haben wir dann die Bitcoin-Adresse und dort die kopieren wir uns dann einfach raus. Einfach auf Kopieren klicken und schon ist sie im Zwischenspeicher. So, die Bitcoin-Adresse haben wir und jetzt gehen wir auf die Seite zsolo.bid. Das ist eine Seite, die bietet einmal Bitcoin an. Im SHA, boah, das spiegelt sich hier so ein bisschen, SHA 256. Die bietet aber auch Bitcoin Cash an und sie bietet sogar eCash an. Funktioniert, habe ich schon gemacht, zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Wir machen jetzt natürlich Bitcoin. Ihr könnt das parallel dazu machen mit dem Bitcoin Cash. Dazu braucht ihr natürlich diese Bitcoin Cash Adresse, die Wallet. Wir gehen aber auf Bitcoin. Ich spiele das jetzt nur einmal durch. So, und schauen wir hier Bitcoin Solo Mining. Oh, und da, hier unten haben wir die Adresse, die für uns wichtig ist. btc.zsolo, oder verschwimmt ein bisschen, ne? Vielleicht stört meine Hand. So, btc.zsolo.bit und der Port ist 6057. Und jetzt gehen wir zurück in unseren Miner und müssen hier bei der URL diese Adresse eintragen. BTC war das. BTC. Ich schreibe es wieder groß, aber müsste trotzdem eigentlich funktionieren. zsolo.bit. Soll die auch machen, ne? Bit. So. Und die Adresse war 5057, glaube ich. Ich meine, das wäre die gewesen, ne? Das müsste eigentlich richtig sein. Ich speichere das mal eben, gucke nochmal eben nach. So, btc.zsolo.bit 6057. Ja, habe ich mich vertan. Macht aber nichts. Korrigieren wir natürlich gleich 6057. Und jetzt haben wir natürlich hier die Adresse. Das heißt, ich habe ja jetzt Bitcoin. Hier setze ich jetzt die Bitcoin-Adresse ein. So, und jetzt setzt das auch von meinem Handy aus ein. Jetzt haben wir das Ganze nochmal gemacht. Jetzt hat er es übernommen. So, und hier unten verlangt er ein Passwort. Der Pool selber, manche Pools haben da ein Passwort. Dieser Pool verlangt kein Passwort. Hier steht das Passwort. Wir sollen als Passwort, wenn eins verlangt wird, ein X eintragen. Hier seht ihr auch Bitcoin Wallet Adresse als User. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder, oh, nicht da, da. Und tragen hier einfach nur unser X ein. Frequenz, Standardeinstellung und auch die Voltzahl auf Standardeinstellung. Den Ventilator brauchen wir nicht von der Polarität umdrehen. Automatisch soll der Ventilator laufen. Wir speichern das Ganze. Er hat es gespeichert. Jetzt haben wir ja die Adressen alle komplett drin. Und jetzt starten wir einfach mal den Lucky Miner neu. Und er startet auch. Und das Schlimme ist, ihr hört das jetzt nicht. Er hat jetzt neu gestartet, habt ihr gesehen. Ihr hört das jetzt nicht. Der Ventilator haut jetzt richtig Krach raus. Vielleicht kriegt man das im Hintergrund sogar mit. Schauen wir mal. So, und jetzt müssen wir natürlich hier
um zu sehen, was passiert, auch mal ein bisschen nachschauen. Und zwar hier oben in der Ecke. Wir sind immer noch bei Bitcoin Solo. Hier oben in der Ecke können wir jetzt unsere Bitcoin-Adresse einmal eintragen. So, und gehen auf Suchen. Und dann haben wir die hier nochmal ganz in groß stehen. Und hier steht jetzt 0. Jetzt müssen wir hier allerdings, ja, ich sag mal so 2 Minuten ungefähr warten. Er fängt jetzt gleich an zu powern. Und dann überträgt er die Hash-Rate, die das Gerät hat. Das dauert 1 Minute, 2. Ich mache mal eben auf Pause. Oh Mann, passiert mir auch. Habt ihr das gesehen? Ich habe nicht Z-Solo eingegeben, sondern Z-Dolo. Aber ich habe das jetzt korrigiert und dann auch wieder einmal speichern, einmal neu starten und dann sieht das Ganze so aus. Bin jetzt einmal wieder auf der Oberfläche. Ich habe ihn gerade neu gestartet und habe hier jetzt die richtige Adresse drin. So. Und wenn wir jetzt aufs Dashboard gehen, sehen wir auch, dass er eine Hashrate hat, dass er anfängt zu arbeiten. Und wenn wir jetzt nochmal auf Z-Solo gehen, wo ist er? Da, da ist Z-Solo. So, wollen wir einmal aktualisieren. Da müsste dann auch gleich was kommen. So, und da können wir es jetzt erkennen. 671 Gigahash, er fährt so langsam hoch das Ganze. Das dauert natürlich jetzt Stück für Stück. Dann seht ihr, dass das immer mehr wird. Dann erscheint hier ja der Verlauf des Ganzen. Und so könnt ihr dieses Ding jetzt einstellen, einmal auf Bitcoin, so wie ich es euch gezeigt habe, oder Bitcoin Cash. Bei Bitcoin Cash einfach nur die Wallet-Adresse von Bitcoin Cash nehmen und auch bei Z-Solo bitte auf Bitcoin Cash klicken. Da nehmt ihr dann die Adresse, tragt das Ganze ein und dann läuft das genauso. Und noch die wichtigen Hinweise. Der erste, auch bei Bitcoin Cash ist die Chance, dass ihr einen ganzen Block findet, immer noch sehr, sehr gering, obwohl sie schon viel, viel höher ist, immer noch sehr, sehr gering. Das heißt, wir spielen hier immer noch echt ein reines Glücksspiel. Und der zweite Hinweis, vielleicht sogar noch viel, viel wichtiger. Dieses Gerät benötigt 30 Watt. Das hört sich im ersten Moment relativ wenig an. 30 Watt ist auch eigentlich gar nicht viel. Wenn man das aber mal hochrechnet, das sind 720 Wattstunden am Tag, dann ist man locker im Jahr mal eben schnell bei 90 Euro für nichts und wieder nichts. Den Hinweis möchte ich euch gerne mitgeben, wenn ihr also kein Balkonkraftwerk habt, wenn ihr keine PV-Anlage auf dem Dach habt, solltet ihr das bitte mit einkalkulieren. Ist nicht das meiste, aber ihr solltet es wissen.